Und man kann auch nicht irgendwie diktatorisch darauf reagieren und sagen, nach dem zweiten Fehler fliegst du raus oder so, weil dann hast du irgendwann keine Mitarbeiter mehr. Weil das passiert allen, den ganz großen Magazinen genauso wie den kleinen Magazinen. Es ist halt so. Ich muss diese Fehler jeden Tag akzeptieren und das ist ein Prozess, also es hört auch nie auf. Niemand macht gerne Fehler, ich mache auch nicht gerne Fehler, mache aber trotzdem häufig welche und meine Mitarbeiter machen auch ganz häufig Fehler. Und die Herausforderung bei uns ist immer, dass diese Fehler öffentlich, sehr, sehr öffentlich sichtbar sind und dadurch dann natürlich auch gravierend sind. Ich meine, inhaltliche Fehler ist natürlich das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du inhaltlich etwas falsch darstellst. Das musst du dann sofort korrigieren bzw. eine Gegendarstellung anbieten. Das ist klar. Das passiert uns zum Glück extrem selten. Was sehr häufig leider immer noch passiert, obwohl es mehrere Korrekturinstanzen gibt, dass wir eben orthografische Fehler machen. Zum Beispiel in einem Magazin. Dann steht in einem Magazin, besonders schlimm eben sichtbar dann zum Beispiel in irgendwie einer Headline oder Subheadline, was falsch, also ein Fehler drin, ne? Ein Buchstabendreher, ein Buchstabe fehlt oder irgend sowas ähnliches. Und aufgrund der Betriebsblindheit innerhalb der Redaktion und so weiter, fällt das dann manchmal auch drei Leuten hintereinander nicht auf, ne? Inklusive mir. Und das ist dann sehr, sehr peinlich und sehr, sehr unangenehm. Und auch der Mitarbeiter kommt sich natürlich vor, dann wie so ein Vollidiot. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Und man kann auch nicht irgendwie diktatorisch darauf reagieren und sagen, nach dem zweiten Fehler fliegst du raus oder so, weil dann hast du irgendwann keine Mitarbeiter mehr. Weil das passiert allen, den ganz großen Magazinen genauso wie den kleinen Magazinen. Es ist halt so. So ärgerlich und beschissen das ist. Aber 99% der Inhalte sind richtig und 1% ist falsch. Und natürlich fällt dieses Prozent dann einigen Leuten auf und darüber ärgert man sich auch verständlicherweise. Das ist überhaupt gar keine Frage. Mich ärgert das genauso wie jeden der Mitarbeiter auch, die dann diesen Fehler begangen haben. Und ja, man kann einfach nur sagen, solange Menschen für die Sachen verantwortlich sind, werden da Fehler drin passieren. Ob es mit den Maschinen besser wird, weiß ich nicht, weil auch dem Korrekturprogramm fallen manche Fehler nicht auf. Zum Beispiel, und das finde ich auch seltsam, zum Beispiel, wenn ein Buchstabe fehlt oder einer zu viel dran ist, also seine oder seiner, wenn das da steht, dann fällt auch den meisten Korrekturprogrammen dieser Fehler nicht auf, weil die meisten auch immer noch nicht gut programmiert sind. Das Schlimmste ist Apple. Apple ist bis heute also von der Rechtschreibung her das schlimmste Programm, weil es nicht lernt. Es lernt irgendwie nicht dazu. Ich weiß nicht warum. Aber es zeigt Fehler an, die keine Fehler sind. Und Fehler, wo welche da sind, zeigt es nicht an. Das ist wirklich schlimm. Gerade bei iPhones. Deswegen, also ich finde sogar, das sollte man gesetzlich untersagen, weil die Kinder durch ihr iPhone ein falsches Deutsch lernen. Ne? Ist ja auch Apple. Und das finde ich wirklich nicht gut. Naja, jedenfalls so, damit muss man tatsächlich leben, ne? Dass deine Mitarbeiter am laufenden Band Fehler machen. Manchmal werden sie gefunden, manchmal nicht. Und das ist dann natürlich auch eine öffentliche Peinlichkeit. Aber so ist es halt. Ne? Aber auch da ist dann wieder die Frage, weißt du, so alle kritisieren am Schulsystem, ja, immer nur die Fehler werden gesehen, aber das, was das Kind richtig macht, wird nicht gesehen. So, wenn es dann natürlich gerade in den Medien, die sich ja immer auch so ein bisschen so als obere Instanz aufführen, wenn es da dann passiert, dann hauen natürlich alle drauf. Zum einen verstehe ich es, zum anderen ist es natürlich so ein bisschen dann auch übertrieben, ne? Also man muss dann auch die Kirche im Dorf lassen. Aber so ist es halt und damit muss man leben und damit muss ich mich auch jeden Tag rumschlagen und denken, um Gottes Willen. Die Frage ist natürlich nur, wie lange lässt du gewisse Fehler zu? Ne? Also manchmal muss man dann an den Prozessen arbeiten und sagen, wir müssen uns hier was einfallen lassen, damit es nicht ständig passiert, ein und derselbe Fehler. So, aber grundsätzlich muss man leider damit leben. Man muss damit leben, ja.